So, und willkommen bei Heretic E1M4. Episode 1M4. Wobei das bekannteste dürfte wohl E1M1 sein, die erste Map von Doom. Also E1M1 gibt es natürlich auch bei Heretic, aber E1M1 ist bekannt geworden wegen Doom, wo es ja die allererste Map ist und damit quasi das, womit alle zuallererst in Kontakt gekommen sind. Für die es auch zigtausende Ersatzmaps gibt. Also jeder, der schon mal eine eigene Map entwickelt hat, hat garantiert auch schon mal eine E1M1 entwickelt. Egal, ist jetzt ein anderes Thema. Nein, nicht neu starten, was mache ich denn hier? Da bitte, danke. Okay, willkommen in der City. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass da ganz viele Monster sind, Wir werden gleich von Anfang an überall beschossen. Ja, draußen ist auch erstmal Gebälle. Es passt perfekt zu dieser City hier. Also dieses Hundegebälle kommt von der City, ja, das ist Atmosphäre. Was war das hier? LOL! Nicht so LOL! Scheiße, und ich hab da gleich die Gegner auf mich gehetzt. Oh, hört ihr das? Überall diese roten Viecher. Das wird ein Spaß. Ah, wow. So, wisst ihr was? Ich probiere es dann einfach mal ganz kurz. Dieses Buch, was macht das? Wow, es erscheint oben rechts. Okay. Ja. Ah, lol. Ihr seht das gerade gar nicht, aber das Buch dreht sich gerade um rechts in der Bildschirmecke. Das verdoppelt meinen Angriff. Vor allem, es kostet trotzdem immer nur eins an Munition. Ist das nice. Na gut, aber es hat natürlich kein Auto-Aim. Das macht natürlich das Anvisieren jetzt schwieriger. Vor allem, gilt das jetzt für alle Waffen? Habt ihr das gerade gesehen? Das war ja gerade wie eine doppelläufige Schrotflinte. Einfach drei Hauptschüsse und dann nochmal jeweils einen Fall daneben. Alter, was zur Hölle? Ich liebe das. Ich will das haben. Okay, dann nehmen wir das Buch erstmal. Geht das hier direkt Feuer rein. Ach ja, ich muss natürlich auch aktivieren. Ich habe es erstmal nur ausgewählt. Also erstmal auswählen und jetzt aktivieren. So, was ich dann soweit bin. So, jetzt zum Beispiel. So, wie gesagt, man muss nämlich aufpassen. Es ist nämlich gleich von Anfang an überall Feinde. Man hat ja also kaum Rückzugspunkte. Boah, Alter. Ich werde hier wahrscheinlich extrem häufig speichern. Einfach, weil ich es kann. Okay, dann noch gilt das Buch. Aua, was macht denn hier? Noch ist das Buch aktiv. Oh, scheiße, das Buch ist weg. Okay. Na gut, ist also nur zeitbegrenzt aktiv, aber immerhin geil. So, gehen wir jetzt mal hier lang. Da kommen wir nicht lang. Das ist die gelbe Karte. Was war das gerade? Klang gerade erschreckend vertraut, aber hat irgendwie so ganz üblen Nachgeschmack. Wow. Stopp doch mal bitte. Wow. Alter, sind die aggressiv geworden? Hatten die einen schlechten Tag oder so? Haben die schlecht geschlafen? Thank you.
Oh, da oben ist einer. Wow. Oh, ist meine Muni ist gleich leer. Leer. Na gut, können wir jetzt mit der hier. Da haben wir sowieso noch ein bisschen Munition rumliegen. Ah, komm her, ich hab dich schon gesehen hier. Nochmal. Mädel, ey. Okay, ich sehe halt original fast gar nichts mehr hier. Also ich sehe hier was, definitiv, aber es ist echt anstrengend. Okay, wir gehen jetzt mal wieder zu unserem Ausgangspunkt, zu unserem Hütchen. Damit ich hier nicht komplett den Überblick verliere. So, das wäre jetzt hier auf der Seite. Was wäre hier? Hier ist auch noch einer. Okay, hier gibt es sogar die Handschuhe. Oh, und einmal eine große Munitionspackung. Sehr schön. So viele Wege. Ich habe diese Map nie geschafft. Also ich habe sie einmal durchgespielt, ja, aber das war auch gestört. Wirklich original durchgespielt habe ich die Map nie. Gott. Überall sind Gegner, überall wollen die was von uns. Was ist denn hier los? Ah, da können wir rüber. Da können wir rüber. Na, sag das doch gleich. Oh. Ja, ich darf mit der Minigun hier nicht so oft schießen. Die ist viel stärker. Verschwende ich die Munition. Kann ich da einfach rüberjumpen? Nein, kann ich nicht. Na, war doch klar. Gibt es hier einen Schalter oder so? Bin ich da ein Schalter? Nein, da sehe ich keinen Schalter. Munition. Danke dafür. Wieder speichern. Ist hier irgendwie ein Schalter? Nein. Komm ich denn da rüber? Oh, also ist der Schalter irgendwo auf der Map. Danke dafür. Manchmal halten die echt wenig aus, manchmal halten die voll viel aus. Was ist denn da los? So, dann ist wieder einer, oder? Ja, da ist einer. Hä, wo kommt denn der her? Oh, spawnen die hier irgendwie oder was? Ich weiß gerade gar nicht, ob bei hier die Tiere spawnen können einfach. Ich will darüber. Ja, das möchte ich. Das ist ein Schalter. Ja! Oh! Lol! Zum Glück bin ich darüber gesprintet. Oh, nee, da bist du noch gar nicht lang. Guck doch mal bitte! Geht doch! Das dauert ja aber auch immer. Oh Mann, Alter, wie viele noch? Falsche Waffe! Erstens war er dafür gleich noch nach dem ersten Schuss weg. Was ist nicht ganz verschwendet? Wow. Die blinken? Was zur Hölle?
Wer die jetzt hier zum Archwell oder was? Oh Gott, ja. Diese kleinen Totenköpfe, die ihr gerade gesehen habt. Das sind quasi sowas wie Revenants, diese Raketen, die verfolgen einen. Ich fick mein Leben! Alter! Und ich dachte, die Mumien sind ganz harmlos. Also, das heißt auf jeden Fall, es gibt von allen immer eine Enhanced-Version. Es gibt also die normalen Mumien, die wir bisher hatten. Und jetzt gibt es die, die halt auch ja, Lenkraketen schießen können. Ich fick mein Leben. Einfach so. Einfach, weil ich es kann. Muss ja nicht immer einen Grund geben, oder? Ich sehe halt einfach nichts. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Tür rein. Man hat uns ja bereits erwartet. Wow, 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 wow. Also entweder schießen die keinen Totenköpfe oder die können es gar nicht. Vor allem, man erkennt doch von außen immer nicht, ob sie es können oder nicht. Das fand ich geil bei halt bei Doom, ne? bei diesen Hell Knights und Baron of Hells, da hat man ja in der Farbe erkannt, was sie konnten. Aber bei denen, kann man äußerlich gar nicht erkennen, ob sie es können, also ob sie jetzt, ob es die Enhanced-Versionen sind oder nicht. Das heißt, da musst du immer davon ausgehen, dass es die sind. Quasi Support bei Rechnen mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste. Ah, jetzt bin ich hier oben. Oh. Wenigstens haben die immer noch nicht so viel Ausdauer, diese Mumien. Oh. Das sind mehrere drinne. Nein! Alter! Wollte erst nach rechts ausweichen, da war die Wand. Wollte nach links ausweichen, hat aber immer noch die Rechtstaste gedrückt gehabt. Alter, was ist das denn gerade für eine fehlgeschlagene Aktion hier? Oh, schau mal an. Und einmal im Kreis gelaufen. Wow. Gibt's hier einen Schalter? Nein. Muss ich da runter? Wahrscheinlich. Geht doch. Da rein kann ich nicht. Ich gehe einfach mal runter und wechsle mal zu der Waffe, von der hier hoffentlich die Munition rumliegt. Thanks. Wow. Ah, ein Key. So, jetzt muss ich hier wieder hoch, ne? Ach, komm hier. Oh, das Ding ist auf. Habe ich gerade schon eine Wunderung, warum ich da um Lärm gehört habe? Halt leise. Was bringt uns jetzt dieser Raum? Gar nichts. Okay. Akzeptiere ich einfach mal so, ne? Man darf ja eh keine Fragen stellen hier. Brauchen wir eine grüne? Haben wir ja gerade. Wow. Ja,
Frage geht einfach noch weiter hoch. Ach, das war der Raum, wo wir gerade drinnen waren. Ah, mach schon mal einer an. Oh, nein, nein, nein. Okay, nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte, aus Hexen. Ich habe gerade schlagartig an die Magier aus Hexen gedacht, aber die sind hier etwas anders. Weil die aus Hexen, die machen nämlich so eine komische Kreise. Und die verschießen einfach nur drei Feuerbälle. Sind natürlich auch schön. Haben uns gerade ein bisschen was abgezogen. Also viel aushalten tun sie nicht gerade. Und das ist bereits das Ziel, ist ja geil. Dann gehen wir nochmal runter und frischen hier unsere Munition und unsere Rüstung auf. Unsere Munition und unser Leben. Thanks. Müssen wir eigentlich von allem ein bisschen was? Oh Gott, hier haben wir gerade 33. Wir haben ja ganz schön große Defizite hier. Geht ja mal gar nicht. Oh Gott, immer noch welche. Boah. Aber wisst ihr was? Was ihr könnt, kann ich nämlich schon lange, Bitches. Oh, so, jetzt sind wir wieder hier oben. 85, naja, ist noch weit entfernt von 200, aber. Ich denke mal, ich kann damit leben. Position, hier sind wir voll. Hier sind wir, na, knapp die Hälfte. Okay, komm, ich gehe nochmal. Also, ne, habt ihr gesehen, Level ist vorbei. Aber ich gehe jetzt nochmal ein bisschen Munition holen. Kann es also bloß auch langweilig werden. Ey, seid ihr jetzt gerade erst auf? Ich habe die Map geschafft. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Also ungeschichtet. Lol. Gleich mal drei Kreuze im Kalender machen. Gut, ich meine, als ich die Map zum ersten Mal probiert hatte, da war ich noch kleiner Stippi. Da hatte ich von Tut und Blasen keine Ahnung. Da fand ich die Map eher... Da habe ich die Map eigentlich nur gespielt, weil sie halt schön aussah und ich wollte sie, weil ich sie durchspielen wollte. Also jetzt nicht die Map, sondern das Spiel allgemein. Ich glaube mal, viel mehr Munition werden wir nicht mehr finden. Sagte er und fand fast alles. Oh, geil. Die blaue Munition, die ist echt wertvoll. Okay, ich denke mal, das reicht jetzt aber auch. Ich glaube, das... Sollte ich jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden? Ich gehe einfach mal ins Ziel. Reicht ja aus. So. Perfekt. Eine neue Map. Also das Anfangsbild kenne ich sogar, aber eben, ich habe auch schon mal alles gespielt, weil eben, ich habe mich ja mal durch alle Maps durchgeschietet. Von daher kenne ich, also gesehen habe ich alle Maps schon mal, nur manche Maps kenne ich halt ein bisschen besser, manche Maps kenne ich nahezu gar nicht. Ja, ist halt so. Na gut, in dem Sinne, bis dann.